Hier sind die HEC Eisbären Heilbronn. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel zwischen unserem HEC und dem ersten CFR Pforzheim, den Bisons. Hallo Holger. Hallo Mika. Schön wieder mal gemeinsam zu kommentieren hier. Letzte Woche durfte ich euch noch zuschauen, unterwegs aus Düsseldorf, zurück auf dem Handy, heute endlich wieder hier. Was ist dein Eindruck von den Eisbären, die gerade hier die Eisfläche betreten? Ja, ziemlich schwierig. Erstes Spiel Bietigheim war ich überrascht. Was sich dann aber etwas relativiert hat nach den anderen Ergebnissen, die jetzt dann so gefolgt sind. Und letzte Woche war das erste Drittel wirklich sehr ausgeglichen. Und im zweiten, ich würde sagen, wir spielen vielleicht erstes Drittel, drittes Vierteldrittel. Lassen Sie das zweite weg. Ja, das ist eine gute Idee. So kam es dann auch vorher zwischendrin wirklich abgeschalten dann, im zweiten Drittel. Aber die letzten 5-6 Minuten waren wieder bärenstark. Ja. Ja, also der Wille war eindeutig erkennbar. Nee, wir haben ja bei dem Testspiel schon ein 0-7 hingenommen im zweiten Drittel. Letzte Woche ein 0-3 im zweiten Drittel. Also ich wäre wirklich dafür zu sagen, wir spielen ein erstes Drittel und dann ein drittes und ein viertes. Im Vierteldrittel sind wir eh stark. Ja. Ja. Gucken wir mal ein bisschen auf die Aufstellung von heute. Ja. Die Eisbären heute wieder mit Jonas Natterer und Matthias Stefanka im Tor. In der Verteidigung mit Stefan Schrimpf, Marco Grof, Felix Kollmar, Sedi Platz, Lukas Seeger, Moritz Haus, Robin Platz und Lars Heinz. Und im Angriff dann mit Moritz Kuhn, Timo Heinz, Leo Krebs, Marco Haas, Marco Horter, Sven Breiter, Sören Breiter, Kevin Maletz, Steph Rupp und Moritz Muth. Ja, bei den Bisons gilt das besondere Augenmerk zwei Spielern, und zwar dem Juricek Martin und dem Brenhol Marco. Das sind die Goalgetter. Die haben also jeweils, der Martin hat 7 und der Marco, der Brenholm, 6 Punkte in den ersten zwei Spielen gemacht. Also da gilt höchste Vorsicht. Ja, ich denke, da hat natürlich den Bisons auch der hohe Sieg gegen Freiburg deutlich in die Karten gespielt ist. Bei uns von Eisbären die Tore etwas besser verteilt. Da sind Top 10 der Torjäger, ist noch keiner dabei, aber solange am Ende 3 Punkte da bleiben, ist mir das auch egal. Gute Stefan Schrimpfi macht sich im Moment sehr gut. Er hat bis jetzt in jedem Spiel getroffen. Ja, da muss man noch umgewöhnen, muss man gucken. Nee, er hat heute immer noch wieder die 5. Ja. Ja, seine angestammte 90 ist noch kein Trikot da wohl. Schauen wir mal, ob er das irgendwann noch mal kriegt. Aber Nummer 5 lebt definitiv. Definitiv, ja. Der alte Mann, ja. Ja, aber der alte Mann hat uns letzte Woche nochmal rangebracht mit 4-5. Einen wunderschönen Tor hat er gesehen, fast von der blauen Linie in den Winkel geschlenzt. Ja. Gut, begrüßen wir auch natürlich noch die Schiedsrichter der heutigen Partie, die Herren Werner und Fröhlich mit der roten Armbinde, assistiert von den Kollegen Zönel und Menzel. Dann hoffen wir, dass wir keine mit gelben Armbinden haben heute. Und begrüßen können wir auch den John Kreis hier wieder in Heilbronn. Ja, definitiv. Lange Jahre ja bei uns hier gespielt. Auch die zweite Mannschaft trainiert er meines Wissens nach immer noch. Ja, und Nicht mehr. Nicht mehr jetzt? Nein. Nicht mehr? Okay. Aber natürlich, eigentlich Heilbronner. Ja, ich glaube, der hat mit der kürzeste Anfahrtweg. Ne? Und man weiß ja, dass der John die Jungs heiß machen kann. Oh ja. Ich erinnere mich da gerne noch an das erste Spiel vor 2 Jahren, das erste Drittel, das war ziemlich hart. Aber jetzt schauen wir nach Marco Haas für die Eisbären beim Bulli. Sören Breiter. So, das Spiel läuft. Ich muss auch rechts hier auf unser Monitor schauen, weil der Monitor verdeckt das Bild. Ja. So, die Scheibe war drin. Immer noch die erste Reihe. Oh, das war's aus. Das Netz hat gewackelt, genau, aber von außen leider. Es wäre natürlich klasse gewesen, nach 45 Sekunden hier gleich einen vorzulegen. Ja.
Oh, schöner Check von Haas gerade eben. So. Schrempfi hat den Puck. Wieder aufbauen von hinten raus. Stefano. Es war zu schnell eigentlich, ne? Ja. Ah, okay. Abseitspfiff blieb aus. Im Tor bei den Eisbären Jonas Natterer hat mir relativ gut gefallen, auch schon gegen Höchstadt. Trotz den zahlreichen Gegentreffern hat er da noch einige rausgeholt. Oh, schön. Und Nachschuss, ah, knapp daneben. Ja, ich denke mal, Pavel hat ihn nicht umsonst zur Nummer 1 erklärt. Wenn man sowas öffentlich macht, dann ja, stärkt das ja auch so einem jungen Mann das Selbstvertrauen. Ja. Und ich denke, der Mattis, der neue Mann aus der Slowakei, der muss sich auch erstmal noch ein bisschen zurechtfinden hier wahrscheinlich. Ja, gehen wir mal davon aus. Wieder der Aufbau über die linke Seite. Maletz spielt nochmal tief. Im Moment der Scheiben ist jetzt klar bei den Eisbären. Ein bisschen gehakt hier, ja. Ja, die besseren Chancen bisher auf jeden Fall bei den Eisbären. Ja, wir spielen ganz schön mit Druck. Da war die Scheibe über die Plexiglasscheibe drüber. Zeit zum Wechseln. Erste Reihe kommt wieder. Ja, da sehen wir nochmal den schönen doppelten Krebs. Leider hat sie gereicht. Jetzt nochmal Bulli und Schuss von hinten. Sicher gefangen. Sicher gefangen von, wer ist drin heute? Sebastian Trenholm. Trenholm, genau. Gar nicht geguckt. Weiß man eben, wir haben mit Trenholm und Wagner zwei überragende Torhüter eigentlich für diese Liga. Und die Scheibe bleibt im Drittel der Bisons. Schrimpf. Ah, schöner Versuch über die Mitte, über Michael Haas. Ja. Und wieder sicher. Oh, Schiri aber lang gebraucht, bis er ja abgepfiffen hat. Ne? Wegbleiben vom Goalie. Ja, sicher ein Puck. Schiri pfeift nicht, lässt er wieder los, geht einer wieder rein. Ganz gefährlich. Ah, bei so einem Derby. Sven Breiter mit Stefan Rupp. Felix Kolmar, das Eishockey-Dino in Heilbronn. Ich habe gerade geguckt, wer ist eigentlich aktuell Alterspräsident, wer ist denn älter? Ja, Sven Breiter ist ganz knapp älter als Felix Kolmar. Ja, aber der spielt, glaube ich, schon seit ewiger Zeit. Also seit ich denken kann irgendwie, ja, so, ja, hier. Deswegen meine ich vom Alter, also nicht, ja, vom Alter, sondern von der Spielzeit. Erstmal die Scheibe wieder raus, Neuaufbau der Eisbären. Oh, sollte man nicht machen, dem Gegner den Puck in die Füße spielen. Nee, könnte richtig übel werden. Vor allem in der Vorwärtsbewegung, genau. Ja, das war ja auch das letzte Mal im zweiten Drittel das Problem, dass die Passgenauigkeit einfach, ja, zu wünschen übrig ließ. Das sind die Bären nur hinterhergelaufen im zweiten Drittel. Keiner hat eine Idee gehabt, keiner hat die Verantwortung übernommen. Das war schwer zum Zuzusehen. Ja, so wie hier so, jetzt, solche klarer Pässe. Fehlpass. Muss man sich einfach sparen. Aber der Schuss nochmal geblockt und neben das Tor. Vor seinem Wechsel, der ist ein Break. Oh, wunderschön. Und jetzt, 1:0. Moritz Kuhn, eiskalt.
zum Führung für die HC Eisbären. Wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass das kein schlechtes Omen ist. Ah, schön über die Schulter. Sauber in den Winkel gelegt, ja. So, 1-0, da sind wir so weit wie letztes Mal. Ja, hoffen wir doch mal, dass es heute anders endet. Ja. Zitieren wir doch mal unseren Ex-Trainer, ne? Am Ende kackt die Ente. So, ja, genau. Willst du auf die Scorerliste, musst du machen eine Kiste. Genau. So, Bischof gewinnt das Pulli für die Bisons. Und gleich wieder der nächste Angriff. Angriff. 2 Minuten. Die erste Strafe, oder? Muss nein, Strafe bleibt unten. Doch. Doch. 2 Minuten gegen Pforzheim, ja. Ohne Arm, das war der Linesman, der hier gerade dem Hauptschiedsrichter gesagt hat, dass da doch was war. War Beinstellen auf jeden Fall. Ja. Wäre ja eine schöne Tim Möglichkeit, Brenner, wenn ich es richtig gesehen habe. Nachzulegen. Ja. Ja, aber beide. Sehr gut mitgespielt vom Knatterer. Ja. Die bisherige Powerplay-Statistik der Eisbären ist schon nicht so prickelnd. Das hast du jetzt aber gelinde ausgedrückt. Ja. Ja, da war schon die erste Chance. Schrimpfi steht schon wieder an der blauen Linie und wartet. Und der Scharfschütze, genau. Jonas ist wieder im Spiel. Sichert die Scheibe. Pforzheim kann wechseln. Pass. Geht tief. Ja, da haben wir den Schrimpfi. Genau. Okay, ja. Oh, schade. Oh, schade, war ich sehr gut gedacht, ja. Der Pass rüber. Kommt der an, dann ist er drin. Auch nicht schlecht, mal einen netten Stock reinzuhalten, sondern genau. Einfach mal Fuß heben, dass er durchrutscht. So ganz unerwartet durchrutschen lassen, ja. Ja, noch 50 Sekunden Überzahl. Vollmann in der blauen Linie jetzt. Ein Querpass. Auch noch Schläge dazwischen. Gott sei Dank kann sich befreien. Ja, aber weit geht die Scheibe nicht raus. Na, abseits oder? Ich weiß nicht, Maras hat da unten wohl eher irgendwie Gesprächsbedarf. Ja, an der Bank von Pforzheim. So, und da gibt es gleich die nächste Strafe. Das Zeichen vom Schiedsrichter war eigentlich ganz klar. Wenn er seinen Trigger noch runterzählt, dann können wir auch sehen, das ist die 71. Ja, Justin Ziller mit der nächsten Strafe. Haben wir 26 Sekunden, 5 gegen 3. Haben wir den Felix Kolmar oben an der blauen Linie. Wir haben den Sven Breit auf dem Eis, dann den Stefano Rupp. Die wissen eigentlich, wie es geht. Ja. Pulli gewinnt der Eisbären. Reiter rüber auf Krebs. Ausguckende Gegner. Abgefälschter Schuss von Steff Rupp. Sven trifft die Scheibe nicht richtig. Und da ist er raus. Ja. Und die Bison. Vierte Spieler kommt wieder. Genau, wieder zu viert. 1:30 noch, 5 gegen 4.
Kolmar bringt die Scheibe wieder ins Drittel. Weiter quer rüber auf Krebs. Da war wieder ein Schläger der Bisons dazwischen, die natürlich schnell wechseln können und im Gegenzug. Aber auch gut verteidigt gerade eben von Sven Breiter. Schön den Körper reingestellt. Wird gewechselt. Haben wir Haas wieder auf dem Eis. Sören Breiter. Zockt sich, rutscht weg. Gerade kriege ich die Nachricht, wer hat mein Trikot an? Liegt krank im Bett, dann dir gute Besserung, Vassi. Vassilos Maras krank zu Hause und irgendjemand hat sein Trikot an. Okay. Gucken wir da mal auf nach. Da war er letzte Woche auch nicht dabei, deswegen hätte es mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Ja. Sören spielt quer. Also hier steht der Timo Heinz auf der Liste mit der 10. Ja, tatsächlich. Timo Heinz hat das Trikot an. Also die 10 ist eigentlich die 93. Ja klar, wünschen wir dem Vasi alles Gute, gute Genesung, komm bald wieder. Du fehlst hier, so ein gefährlicher Beißer. Ja, man sollte ab und zu dann doch eher auf die Aufstellung gucken wie aufs Trikot, ne? Ja. Da haben wir ja letzte Woche über die Nummer 5 gerätselt. Ja. Der Namenlose. Oh, legt doch euch gleich selber rein, ne? Jawohl. Sauber aus der Luft gefangen. Herrliche Parade von Jonas Natterer. So, ich glaube, ich bin eines der ersten Bullis im Drittel der Eisbären. Allererstes sogar. Ja. Kein Icing, kein gar nichts bisher. Genau. Nach 9,5 Minuten. Ja. Aber jetzt die Bisons etwas besser im Spiel, setzen die Eisbären unter Druck und schon gibt es die nächste Strafe. Jonas geht vom Eis, sechster Spieler kommt, Schiedsrichter pfeift, Strafe gegen die Bisons. Genau. Dritte Strafe schon nach knapp 10 Minuten. Ja, die Bisons in der Fairplay-Statistik ganz weit unten. Ja. Im Schnitt mit 18,3 Strafminuten pro Spiel. Ich befürchte, wenn die Eisbären auf die Statistik von den Überzahltoren schauen, sind wir da auch ganz weit unten. Ja, es geht so mit 60,7% auf Platz 6 der Liga. Nur Pforzheim hat da noch einen schlechteren Wert, steht auf Platz 8. Die haben ja nur 10% ihrer Powerplays in Tore ummünzen können. Aber ich glaube, die Statistik wird nicht lügen, wird uns noch vielleicht das ein oder andere Überzahlspiel heute bescheren. So, Aufbau ganz hinten rum. Ja, Pforzheim stört früh, die laufen früh an, schon in der neutralen Zone. Und jetzt hat Haas etwas Platz. Verdeckte Schuss und Nachschuss. Ah. Nein, war nicht drin. Obwohl schon gejubelt wurde hinterm Tor. Aber jetzt. Jawohl! Ja, da ist er drin. Das 2:0. Marco Haas, habe ich es richtig gesehen? Schauen wir nochmal drauf. Die Nummer 20, ja. Jawohl. Marco Haas. Marco Haas mit dem 2:0 in der 11. Spielminute.
Weiter wollen wir. Schläge dazu gehabt, okay. Und der Schlüssel Eisbären. Und die Eisbären bleiben weiter am Drücker. Dankeschön. Und wir haben einen Überzahltor gemacht. Ah, schöner Schuss. Mal irgendwie streicht unser Scoreboard gerade. Jetzt ist der zweite Treffer auch da drauf. Sehr schön. Vollmar. Sieht gerade fast so aus, als wenn wir immer noch in Überzahl wären. Ne? Oh, gute Parade wieder von Natra, der gleich auch den Puck wieder freigibt. Kein Bulli riskieren. Und Neuaufbau. Ja. Der war auch gefährlich. Ja, hat er spät gesehen. So, 2 auf 1. Halle jetzt. Geht zurück auf Kuhn. Der bleibt hängen. Der Move hat nicht funktioniert. Oh! Da ist er drin. Da fällt dann durch die Hand hinten rein. Ja, der schien nicht ganz unhaltbar. Heiko Glück mit dem Anschlusstreffer zum 2 zu 1. Passender Name. Hat er Glück gehabt, ja. Ja, war schade. Schauen wir uns das mal an. Ja, ich, Jonas, ja, er hatten einigen trotzdem. Hat schon, ja. Ja. Das sind die, die man dann so ganz sicher schon hat. Irgendwie ein Treffer fast aus dem Nichts. Ne? Und gleich die nächste Parade, wo ist der Puck? Ich denke, der ist aufs Tor gefallen. Yep. Ja. So, die Bisons bleiben in ihrer Formation auf dem Eis, werden die Eisbären nochmal komplett durchwechseln. So, 2 gegen 2. Und deswegen kommt man. Gute Parade von Sören. Ja. Schön abgefangen vom Schrimpfee. Ich hab den leider gar nicht gesehen, dass er da steht. Den hat er wieder sicher. Gepusht, ja. Keine Strafen. Da war wieder Timo Heinz beteiligt im Trikot von Vasi. Das ist ja was, was ich eigentlich mag beim Eishockey. Ne? Dieses Puckgeschubse muss schön, aber manchmal muss da einfach Klarheit her. Ja. So, Bulli auf der rechten Seite. ...6:37 noch hier im ersten Abschnitt. Wieder Bulli gewinnt der Eisbären.
Ja, wir haben es letzte Woche schon gesagt, das Eishockey an sich hat sich etwas verändert. Dass man auch versucht, schneller zu spielen, Scheiben nicht so lange zu führen, nicht so lange, sondern so schneller zu passen, ohne große Checks zu fahren. Ah, Sören und Leo behindern sich da ein bisschen gegenseitig, glaube ich. Aber die Scheibe bleibt im Drittel der Bisons. Sven Breiter tankt sie durch. Oh, war da kurz der Arm oben? So war das bloß eher Gleichgewichtsbewegung. Gleichgewicht, ja. So, und die Eisbären wechseln wieder durch. Neuaufbau. Oh, Platz. Bleibt hängen. Und wieder gefährlich vor das Tor. Ja, das Tor hat den Bisons ein bisschen Auftrieb gegeben. Kuhn, Scheibe hinterm Tor. Scheibe raus. Ja. Neuaufbau. Bisons wechseln. Beide Mannschaften komplett am Durchwechseln. Und es geht in die letzten 5 Minuten hier im ersten Drittel. Sehen wir nochmal im Replay die Chance von gerade eben. Und liebe Zuschauer, nochmal die dringende Bitte an die Beachtung der Hygienemaßnahmen. Auch auf den Sitzplatz ist hier in der Eishalle ein Glasschutz zu tragen. Dankeschön. Oh, 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 jetzt Tor verschoben. Pforzheimer im Tor. Scheibe außerhalb. Hat Jonas Sattra noch ein bisschen Gesprächsbedarf mit dem Referee. Aber es geht weiter. 4:29. Ja, da sieht man mal wieder, wenn man einen Schrimpf hinten drin hat, ne? Der passt auf, stippelt die Scheibe raus. Oh la 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 la! Also das war mal mehr als unfair da hinten von der 41 aus Pforzheim. Hat wohl keiner gesehen. Gegen Timo Heinz, klares Revanche-Foul. Also da soll man doch eindeutig nochmal schauen, wie. Da sehen wir es nochmal. Ist einfach unnötig, ne? So, Scheibe war vorher raus. Daher Bulli an der blauen Linie der Eisbären. Ist aber mit Sicherheit auf der Festplatte gespeichert. Die werden sich nicht das letzte Mal getroffen haben heute Abend. Das bin ich mir sicher. Das war auch nicht das erste Mal. Nee. So, Sören wieder auf dem Eis, Schrempfi auf dem Eis. Felix Kollmer, Marco Haas, Heinz. Gegen Ende des Drittels ein bisschen schneller durchgewechselt, wie es ausschaut. Ah, Kräfte sparen fürs zweite Drittel. Dritte Drittel? Ja. Dritte von vier. Ne? Wir wollen ja das zweite Drittel auslassen. Sichern Sie sich noch einen Punkt von am vierten Drittelstand. Leo würde bestimmt ein Tor auch mal gut tun. Zum Ende der Drittelpause als aufgelegt
glaube, ein Tor tut jedem Spieler gut. Ja, klar. Meinen Nerven auf jeden Fall. Ja, da ist auch, wie angesprochen, auch Leo mit dem Schuss. Ah, mitten auf Trennholm. Dann ein zweites Bauchnabel geschossen. Super Stimmung von den Fans auf der anderen Seite. Und denen liegt es wieder nicht. Nee, dafür sind sehr bekannt, die machen immer Rabatz. Ja. Ja, aber ist ja so schön, dass wir wieder da sind. Ja, das war letztes Jahr auch schon ein bisschen komisch hier vor komplett leeren Rängen irgendwie. Ja. In anderen Sportarten, ja, die deutlich von der Emotionalität leben. Ah, schade. Guter Versuch von Sven, einen Bauerntrick hintenrum. Nochmal quer vor das Tor. Und Steffruf scheitert und nochmal der Abpraller. Das hat zu lange gedauert. Das war ein klarer Handpass, ne? Hat zu lange gedauert. Eising und Bulli vor Trennholm. Sven beschwert sich nochmal. Sehen wir nochmal hier. Der Schuss von Steff, der Abpraller, kriegt er nicht richtig. Ja. Einfach einen halben Meter zu weit weg, in Kontrolle bekommen. So, aber weiter bleiben die Eisbären. Handrücker. Da fahren sie sich gegenseitig über den Haufen. Kevin Mahler jetzt hinterm Tor mit der Scheibe. Da ist keiner. Harter Band. Check gegen die Bande von Moritz Kohen. So, und jetzt mal mit Tempo von Robin. Hinten. Robin Platz komplett über die Eisfläche. From coast to coast. Ja. Erste Eissegen der Eisbären. Ja. 1,5 Minuten vor Schluss des ersten Drittels. Da wäre schon ein gutes 2:1 mitzunehmen in die Pause. So, der war abgefälscht, deswegen geht es weiter, kein Eissegen. Was gut war, wir haben keine Strafe genommen im ersten Drittel. Das ist sehr diszipliniert. Ja. Die Eisbären lassen sich auch durch die Provokationen teilweise aus Bietigheim nicht aus der Ruhe bringen. Pforzheim. Bietigheim, ja. Sei schon. Ne? Ich bin schon wieder beim Derby. So, Haas. Schade. Schade. Rutscht ganz knapp raus. Ja. So, und nochmal Marco Haas. Ja, komm nicht vorbei. Nadra sicher, ganz ruhig, ja. Souverän. Für 18, wirklich. Wer noch? Was sind es? 10 Tage, dann hat er seinen 19. Geburtstag. Ja. Ich finde es einfach faszinierend, wie so ein junger Mann da hinten so eine Ruhe ausstrahlen kann. So. Und nochmal der Schuss direkt auf die Brust. ...33 Sekunden noch auf der Uhr. War natürlich auch ein großes Erbe, was er da antreten musste vom Andrew Harry. Und, aber bis jetzt macht er das sehr gut. Definitiv. Bis auf den ja. kleinen Fauxpas, aber das darf
bei dem Jungen auch mal passieren. Das passiert auch anderen. Auch größer. Und das waren zwei Minuten. Strafe. Nein, doch nicht. Arm bleibt unten. Oder muss wieder der Linesman eingreifen hier. Klares Beinstellen gegen Sven Breiter. Ja. So, und damit gehen wir mit dem 2:1 in die Drittelpause. Eigentlich ein ganz gutes Spiel, würde ich sagen. Ja, richtig, richtig schönes Spiel der Eisbären. Deutlich kontrollierter als letzte Woche. Ja. Auch im ersten Drittel. Passgenauigkeit besser. Pforzheim spielt ganz gut mit. Hat auch mit dem Tor wieder ein bisschen Rückenwind bekommen. Ja. Gut, was mit Sicherheit nicht sein kann, dass die drei Drittel so anlaufen, wie sie es jetzt teilweise gemacht haben. Hab mir jetzt am Schluss schon gemerkt, dass die Kraft dann weniger wurde, öfters gewechselt wurde. Ja, schauen wir mal, gehen wir mal in die Werbung und dann in die Drittelpause und sehen uns dann in einer Viertelstunde wieder zum Drittel Nummer 2. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Danke. Danke. Unterstützung. Merci vielmals. Dankeschön. Gutes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Danke. 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 Dankeschön an alle. Danke. 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 Danke! Herzlichen Dank! Über 40.000 Euro an Spenden. Wahnsinn. Also, ich kann nur hier sagen aus der Schweiz, merci, danke vielmals. Grazie mille, thank you, vielen Dank.
So, da sind wir wieder, knapp anderthalb Minuten vor Beginn des zweiten Drittels. Ah, schau mal, bei Was ist Trikot jetzt der Name abgeklebt, ne? Kommen wir nicht mehr in die Ecke. Wenn jemand noch ein Edding nimmt und Heinz draufschreibt, dann sind wir, glaube ich, richtig glücklich. Oh, es wird Zeit, dass es weitergeht. Ich habe schon hier so mein Brändle-Trikot wieder angezogen, weil es so langsam wird es ein bisschen kühl hier. Machen wir ein bisschen was drüber. Ja, hoffen wir auch, dass Dani bald wieder selber eingreifen kann. Letzte Woche haben wir dann noch mit ihm gesprochen. Was war's? Januar vielleicht? Daniel, ja, sein Kreuzbandriss. Ja. Will im neuen Jahr wieder einsteigen. Gut, beide Mannschaften bereit, Schiedsrichter bereit. Das Tor hält jetzt wieder. Auch noch 40 Sekunden auf der Pausenuhr. Dann sind sie sicherlich gleich wegdrücken. Genau, da ist es. Ja, im ersten Drittel haben wir gegen Schluss ein bisschen den Faden verloren. Hoffen wir, den haben sie in der Kabine wieder gefunden. Dann kann es jetzt wieder losgehen. So, zweites Drittel läuft. Und natürlich wieder mit einem Bulli-Sieg der Eisbären. Aber viele Bullis haben heute noch nicht verloren. Nee. Wieder. Oh, verzockten Puck vor dem Tor. Gefährlich. Ganz gefährlich. Und nochmal die Chance. Immer noch, ja. Oh, schießt jetzt zum Glück oben drüber. Ja. Eigentlich ist das Tor leer. Und dann liegt der Puck irgendwo im Netz hinten, von hinten dran. Herzliche Grüße an Wolfgang Breiter, ja, der zu Hause versucht, hier das zweite Drittel zu treffen. Ich hoffe, er schafft es gleich. So, Puck ist wieder raus. Und Steff Rupp war schneller. Oh, wunderschöner Schuss von Sven Breiter. Gerade wenn man sagt, der Papa versucht zuzugucken, ne? Ja. Kommt schon der Schuss, aber war eine super Parade von Trenholm. Wieder Breiter hinterm Tor. Krebs. Rupp. Krebs. Ja, und da war der dazwischen. Gut, die waren aber sehr, sehr lange. Also bestimmt 10 Sekunden hat ja. Der Trenholm den Handschuh auf dem Puck, ohne dass der Pfiff kommt. Muss sich auch erst dran gewöhnen, dass da länger gewartet wird. Und Icing. Geht der Puck wieder auf die andere Seite rüber. Wieder guter Vorcheck von Kuhn, holt die Scheibe, Malets vor das Tor, Schuss abgeblockt. Rausch mit dem Schuss, aber neben das Tor von Natterer. Ja, Scheibe raus, auch guter Start für die Eisbären eigentlich ins zweite Drittel jetzt mit der ja. Zwei schönen Schüssen. Das hier noch mal knapp am Tor vorbei. Sören Breiter wieder. Wer kommt zum Bulli? Marco Haas. Der Marco, ja. Seine. Wieder Bulli gewinnen. Seine lange Beine eigentlich relativ einfach ausmachen auf dem Eis immer. Ja.
Na gut, bis auf der Stefano, der die ähnliche. Sörenreiter. Schrempf verliert den Zweikampf. Jetzt 3 auf 2. Ja, Natra hat den Puck sicher. Sehen wir es nochmal, vielleicht ein bisschen früh, ne? 4 gegen 2, nicht fast da die Überzahl der Bisons. Ja, alle haben durchgewechselt. Genau, so Sven Breiter war im Bulli. Diesmal verloren. Und der abgefälschte Schuss, kein Problem für Jonas Natterer. Tick zu weit nach vorne für Breiter. Aber wieder Vorcheck. Ja, Leo hat das Ding. Sehr gut. Steff Rob. Abgefälscht. Schon ganz knapp am Pfosten vorbeigetrudelt. Ja. Wieder direkt auf den Schläger ja, von Steff Rob zurück. Krebs. Jawohl, Scheibe bleibt im Drittel jetzt. Leo kommt. Oh, wieder große Chance ja. Für die Eisbären. Am Rand von der Kelle nach oben gesprungen. So, und jetzt die Befreiung und der Wechsel bei Pforzheim. Und bei Heilbronn. Schöner öffnender Pass, schade, dass er nicht ganz ankommt. Oh, da ist er drin. Ausgleich für die Bisons. Ausgleich. Ja, da waren die Eisbären einen Tick zu langsam beim Wechseln. Haben nicht viele Chancen, aber diese Sachen mal machen sie rein. Schöner Schuss. Ja. Ins lange Eck. Zum Ausgleich 2 zu 2. So, nach 4 Minuten im zweiten Drittel haben wir Ausgleich 2 zu 2. Ich dachte, bis im dritten Drittel. Ja. Das zweite wollen wir rauslassen. Genau. Geht gleich schief. So, jetzt muss mal wieder ein bisschen Konzentration her. Zum Glück kommt der Pass so, tickt so ungenau. Wäre auch wieder alles offen gewesen. Sehr gefährlich. So, und jetzt geht's weit raus über Horter. Eising. Sehen wir es nochmal, ja. Letztes Mal schnell rüber. Ah, gutes Ding von Kevin Maletz. Aber Trennholm auf dem Posten. Von der Frau Schrimpf. Auf Maletz. Ja, das sind einfach Pässe, die müssen nicht sein. Jedes Mal der Puck weg, jedes Mal hinterherlaufen wieder. So, nochmal, nächster Versuch. Schrimp, Ruhen, Puck bleibt drin. Gut wiedergeholt, der Puck von Marco Haas. Aber leider keiner da gewesen. Ja!
Timo Heinz ans Außennetz. Das war eine Riesenchance. Schade. Und wieder abgefälschter Schuss. Hatte der Timo die Führung auf den Schläger wieder. Ja, und gleich wieder der schnelle Gegenzug. Aber Schrimpf. Mit aller Routine. Sicher. Genau. So, nochmal Haas. Ja, wieder schlechter Pass. Abgefälscht und ans Hallendach. Bulli vor dem Tor von Jonas Natterer. Ja, ist ja offener Schlagabtausch jetzt. Ja. Und hinterm Tor rum und weg mit der Scheibe. Jawohl, Leo, geh. Ja, gut. Scheibe ist raus. Aber der Arm oben, es wird wohl Strafe gegen die Eisbären geben. Ja. Torwart ist vom Eis. Geht ja, vom noch Eis, nicht. Ja. Er geht jetzt zum Eis, hat relativ lang gebraucht, bis er es registriert hat. So, und jetzt. Wen trifft's? Das Richtige ist hier nach Moritz Muth. Ja. 7 Minuten gespielt im 2. Drittel. Erste Strafe gegen die Eisbären. 96, Moritz Muth. Moritz Muth. Und wenn ich den Schiedsrichter richtig gesehen habe, wegen Behinderung. Ja, diesmal geht das Bulli an die Bisons, die sofort in der Aufstellung sind. Ja. Aber gut, wieder den Puck geholt. Ah, schade, nicht ganz rausgebracht. Verzauber. Aber jetzt Timo Heinz im Break auf dem Weg zum Shorthander. Ah! Knallt ein Trainer und jetzt ist Hämmerich wieder. Aber das kann ja jetzt wirklich nicht sein, den Stockcheck. Nach oben. Das ist eigentlich eine Matchstrafe. Das muss mehr geben eigentlich. Also das muss eigentlich eine monatelange Sperre für mich nachziehen. Härte ist ja alles okay, aber so von hinten den Spieler nur auf den, gegen den Kopf. Da sehen wir es nochmal. Der Breakthrough von Heinz gehalten. Er fällt auf den Torhüter. Ja, gut, und jetzt kommt er von hinten mit dem Stock voll gegen den Kopf. Mit Verletzungsfolge. Da liegt der Timo Heinz immer noch auf dem Eis. Keine gute Szene. Sowas möchte man eigentlich gar nicht sehen. Gut, er atmet. Er hat sich schon bewegt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber sowas kann ganz, ganz übel ausgehen. Ja, da kommt auch schon die Trage. So, da sehen wir es nochmal. Ah, sehr gut verteidigt von Pfister hinten. Kann Heinz gar nichts machen, wie er reinfällt. Er steht wieder. Er steht wieder sehr gut. Und da kommt nochmal der Check von der Seite von gegen den Kopf. Das Hörenbreite ist bei den Schiedsrichtern. Steffen Bischoff ist jetzt noch mit dazu, nachdem er mit Marc Hemmerich, der Kapitän der Bisons, draußen sitzt. Aber ich gehe mal davon aus, dass er gleich direkt duschen darf.
Ja, alles andere wäre unverständlich. Wir wollen ja keine Strafen fordern, aber sowas muss nicht sein. Die Leute wollen alle morgen wieder arbeiten gehen und ja, mit in Betracht ziehen oder wohlwollend. Es geht nur 2 Minuten? Wow! Nummer 41, immer nicht. 2 Strafminuten Unnötige Härte, 2 Strafminuten für sowas. Liebe Referees, bitte schaut euch das im Real Life nochmal an. Unverständlich. Ja, Härte gehört zum Eishockey, das war alles andere als unnötige Härte. Das war völlig übertrieben. Da habe ich kein Verständnis für. Ja, eigentlich mit dem Willen, den Gegner zu verletzen. Das war einfach, ja, macht man nicht. Einzig Positive ist, dass Timo Heinz auf eigenen Beinen das Eis hat verlassen können. Es gibt immer noch Diskussionen. Es war ja schon im ersten Drittel, ja, wo der Hemmerich angefangen hat mit Timo hin und her. Da haben wir schon gesagt, das bleibt nicht das letzte Mal. Und jetzt dieses unnötige. Gut, das Nachstochen von Timo beim Goalie muss auch nicht sein, müssen wir auch noch dazu sagen. War auch nicht ganz erstreiten, aber da war keine Gefahr, irgendjemand zu verletzen. Ja, oder kann er nicht 5 Minuten hinterher kommen und ihn umfahren, ne? Ja. So, jetzt noch 1 Minute 4 gegen 4. Da sind aber dann die Schiedsrichter gefragt, weil die sind dann schuld, wenn sich sowas hochschaukelt. Weil ich bin überzeugt, dass da der das schon auf irgendeinem Zettel steht mittlerweile. Ja, ich glaube. Bei gewissen Herren. Da wird es auf jeden Fall nochmal Kontakt geben, sobald er von der Bank, genau, Strafbank zurückkommt. So, etwas mehr Platz auf dem Eis, liegt bisher mehr den Pforzheimern. Rutscht die Scheibe von Natrau, der sichert sie erstmal. Wieder Haas beim Bulli, diesmal verloren, aber jetzt die Chance doch nicht. So, jetzt mal raus aus dem eigenen Drittel. Mit Tempo Haas. Sieht auf, zurück an die blaue Linie, rüberlegen, jawohl, das Platz frei. Oh! Das sind natürlich Chancen, die man auch mal machen muss. Die recken sich sonst. Lars Heinz mit der großen Chance. Ja. Und jetzt Überzahl, noch 17 Sekunden für die Eisbären. 2-2. Schrimpf. Jetzt hat der Nachschuss. Oh, meine Güte, wieder vertändelt. Und da gibt es die Strafe für die Eisbären. 2 Minuten, genau. Kevin Maletz. Übertriebene Härte. Und damit Bulli im Drittel der Eisbären wegen der Strafe. So, Pforzheim ist in 4 Sekunden wieder komplett. Da ist er wieder zurück. Jawohl. Und somit Überzahl für die Bisons. So, Heinz. Timo Heinz zum Glück wieder da. Mit dem Schuss knapp übers Tor. Am Rebound. Hat nicht viel gefehlt, er hätte ihn gleich wieder geholt. Aber sind wir ja froh, dass er so wieder auf dem Eis rumflitzt. Jawohl. Kann die Scheibe nicht halten. Raus und gibt wieder etwas mehr Zeit. Sehr gut. Sehr gut von Kolmar dazwischen. Scheibe abgefangen, Zeit runternehmen von der Uhr, genau. Ein paar extra Runden fahren. Und der lange, jawohl. Ja, ah. Pass, ach, schade. Schade, ja.
Gut, aber Leo holt ihn sich wieder zurück. Scheibe tief hinters Tor. Maletz holt ihn. Und die Sekunden ticken von der Uhr. Eins. Das ist ein gutes Penalty-Killing. Sören Breiter. Krebs hat ihn. Ja, sehr schön. Mal Lars Heinz wieder tief hinters Tor. Noch sind es nur noch 40 Sekunden. Gott sei Dank muss komplett neu. Ah, wieder Puck geklaut. Puck geklaut von Marco Haas. Sind wir wirklich gerade ein Mann weniger? Ja, war ja sehr gutes Penalty-Killing. Die Pforzheimer kommen gar nicht aus ihrem Drittel raus. So, aber jetzt. Der war drüber, jawohl. Genau, abseits. Der Leimann hat es gesehen. Abseits. 8 Minuten 55 noch im zweiten Drittel. Weiterhin Spielstand 2-2. 17 Sekunden noch Strafzeit für die Eisbären. Wenn ich mir das Powerplay so angucke, der Bisons gerade, verstehen wir auch, warum die da so weit unten in der Statistik drinstecken. Ja, uns soll es ja recht sein. Muss man aber sagen, haben die Eisbären sehr, hier wieder Stefan Rupp geht gemacht, hinterher, genau, schiebt den Gegner in die Bande. Nimmt den am Eck fest, genau, und schon ist die Strafzeit gleich rum. Und da sind die Eisbären wieder komplett. Ohne größere Chance der Bison. Aber da wieder gleich nachgesetzt. Auch das sind zwei, jawohl. Und natürlich mein heutiger Freund Hemmerich geht gleich wieder auf die Bank. Haken. So, dann probieren wir es dann nochmal mit dem Powerplay der Eisbären. Vorhin hat es ja funktioniert. Schrimpf mit dem Schuss an die Schulter von Trenholm. Und jetzt die Scheibe das erste Mal raus, genau aufs Tor. Schrimpf kann von hinten aufbauen, ja. Pass darüber. Kurze Ecke gewählt von Lars Heinz. Knapp vorbei. Schrimpf. Vorstor abgefälscht durch Timo Heinz. Ja. Und wieder. Wieder weiter geht's mit Sören Breiter. Komm, machen! Oh. Wieder fliegt die Scheibe frei vom Tor rum und keiner trifft sie. Und wieder ist der Arm nach oben. Wieder gibt's 2 Minuten. Diesmal aber wieder für die Eisbären. Ich glaube, Lars Heinz hat da gerade ein bisschen sein Bruder gerecht mit der. Ja gut, aber der sieht es immer noch mal. Der sieht es auf der Strafbank. Pforzheimer Spieler legt sich mit den Heilbronner Zuschauern an. Ja, kommt auch ein bisschen Derby-Stimmung auf, so langsam. So, 7 Minuten 18. Es geht weiter, 4 gegen 4, Puck ist raus. Wieder abgefälscht. Bischof. Wieder Aufbau der Eisbären. Schöner Pass von Kohen rüber auf Maletz.
Sehr schön. Wir haben die Bande gecheckt. Beide mal ein bisschen verschnaufen. Und wieder geht es in die andere Richtung. Jawohl, sehr schön abgefangen. Schade, Pass rüber. Jawohl. Steph Hope im 1 gegen 1 wird abgedrängt. So, und jetzt eine Minute Überzahl für die Bisons. Aber wir sind im Drittel der Bisons und haben die Scheibe. Die müssen jetzt komplett neu anlaufen. Einer gegen 4. Ja, aber irgendwie angreift tut ihn keiner. Ja, ne? Gefährlich. Ganz gefährlich. Natter, aber das darf man natürlich auch nicht machen. Parade. So, jetzt einer gegen. So, das haben wir. Steff Rupp. Trennold bleibt Sieger. Und er rauscht sich zu zweit in die Bande. Jetzt da wieder Klemmkampf. Rausch. Jawohl. Weg damit, jawohl. Sehr schön. Scheibe draußen. Ja, im Prinzip spielen die Eisbären das hinten relativ sicher, wenn dann die ein, zwei Chromschnitzer immer drin wären. Ja. So, da sind sie wieder komplett. Wieder eine Minute Überzahl der Bisons, die als Überzahl nicht erkennbar war. Gut überstanden, ja. So, jetzt bräuchten wir mal wieder so einen Gewaltakt, die letzte Woche vom Sven, der das Ding mit 200 gefühlten km/h in die Maschen gedroschen hat. Oder so ein Schrimpfschlenzer in der blauen Linie. Und wieder die Eisbären dazwischen. Maras schön auf Sven. Jetzt muss er aber auch mal rein. Wieder ist Trennholm Sieger. Und nochmal der Versuch, wieder Trennholm mit der Parade. Jetzt hat er. Ja, die Chancenverwertung auch nicht gerade heute unser. Nee, aber Trennholm hat auch einen überragenden sehr Tag. Gut, sehr also gut, ja. Muss man neidlos anerkennen. Bei beiden Gegentreffern machtlos, aber jetzt ein Fels in der Brandung für der Bisons. Wieder Scheibenverlust der Eisbären im eigenen Drittel. Aber kommt ja auch ein bisschen blöd, wenn man dann immer wieder sagen muss, ja, wir waren ja gut, wir hätten gewonnen, aber der andere Torwart war besser. Ja Gott, der Bessere ist der, der am Ende ein Tor mehr als der Gegner hat. Und das ist richtig. War schon so oft, wenn du vorne keinen reinmachst, kriegst du ihn hinten. So sieht's aus. Aber dieses Mal nicht. Flatterschuss, sichere Beute von Jonas Natterer. So, die Adler Mannheim haben sich auch relativ schwer getan gegen Ingolstadt. Ja, aber immerhin noch ein Overtime-Sieg. 4:3 in der Overtime, ja. Unseres Kooperationspartners, genau, aus der Quadratestadt. Da wieder gut dazwischen gegangen von Marco Haas, der sich einen Punkt nach dem anderen erkämpft. Ah, hier ist er drin! Timo Heinz! Eiskalt dieses Mal zur Führung der Eisbären. 3:2. So sieht Rache aus. Perfekte Rache. Ja, genau so. Da sehen wir es nochmal. Hinterm Tor der Pass. Hat super gespielt auch, ja. Ja, Traumpass.
gar nicht gesehen war, glaube ich, Sören Breiter mit dem Zuspiel auf Timo Heinz, 3:2 für die Eisbären. 3 Minuten noch im zweiten Drittel. Sören Breiter, ja. Richtig gesehen. Oh, da lässt er prallen und der Schuss von Ja! Super! Abpraller an die blaue Linie, einfach mal draufhauen, da ist er drin, 4:2 für die Eisbären. Ich glaube, Sven Breiter war es dieses Mal. Nee. Felix Vollmer. Jawohl, Felix Vollmer. Mit dem Treffer zum 4:2. Also wenn die zwei Drittel alle so ausgehen, bleiben wir noch dabei. Ne? Noch 22 Minuten und 35 Sekunden, zweites Drittel. Sehr schön. Wieder Bulli gewinnt der Eisbären. Kuhn geht nach. Robin Platz an der blauen Linie. Doppelschlag. 1 Minute. Sehr gut. Und wieder Puckgewinn der Eisbären im Drittel der Bisons. Oh. Au. Stockfehler passiert. Ja. Nicht wild. Heinz ist da. Jawohl. Und 2 auf 1 Meter. 2 auf 1 Chance. Schade. Knapp vorbei von Moritz Kuhn. Schüttelt da ein bisschen Kopf, war glaube ich nicht zufrieden mit der Aktion. Hätte man auch noch genommen, ja, oder? Gut geklärt von Natterer, raus aus seinem Tor. Ja, und das macht er relativ souverän. Er weiß genau, wann er die Scheibe sichern muss und wann er sie dann wieder loslassen kann. Und die nächste Möglichkeit der Eisbären. Wo ist die Scheibe? Wieder im Gegenzug die Bisons mit Bischof. Scheibe schon wieder weg. Super Zuspiel. Sören Breiter. Ja, das hat den Eisbären richtig Platz. Gut getan, merkt man jetzt. Ja. Ich dachte schon, der wäre schon wieder weg, aber holen uns sich gleich wieder. Scheibe tief, hinterher, vor so. Ah! Da war Timo Heinz schon wieder bereit zum Einschuss und noch ein Pforzheimer Schläger dazwischen wieder. Haas hinterm Tor. Heinz. Scheibe raus. Eising. Nein, doch keins. Nee, hat noch berührt. 40 Sekunden noch. Das reicht noch eins. Haas. Schön. Abgefälscht. Leider der Abpraller bei den Bisons. Ja. Die kommen jetzt auch richtig ins Schwimmen gerade. Ja, die Eisbären machen jetzt auch Druck ohne Ende. Die zwei Tore haben den gut getan. Ah, doof nur, dass jetzt gleich die Drittelpause kommt. Ja, jetzt wären wir so richtig im Flow. Ah, da darf es ja nach der Pause dann gleich weitergehen. In dem Flow. Ja, nicht zu früh schreien. So, mit 4:2 gehen wir in die, welche auch immer, Drittelpause. Genau, da gehen wir in die zweite Drittelpause. Nachdem es ja dieses Mal gut für uns ausgegangen ist. Ja, doch, gutes Drittel. Freuen wir uns auf die letzten 20 Minuten hier. HEC gegen CFR 4:2 und wir gehen in die Werbung. Bis gleich.
So, auf geht's ins dritte entscheidende Drittel zwischen den Eisbären und den Bisons beim aktuellen Spielstand von 4:2 für die Eisbären aus Heilbronn. Im Moment ist aus, ich spiele mal in Überzahl. Da ist nur die halbe Pforzheimer Mannschaft irgendwie. Fünf Mann. Eisbär noch komplett auf dem Eis. So, dann schauen wir mal. Die Heinz-Brüder, Marco Haas, Sören Breiter und Stefan Schrimpf auf Seiten der Eisbären. Beginnen das dritte Drittel, Scheibe geht raus. Raus, das ist kein Icing. Nein. Oh, da haben wir doch eine schöne Anzeige bei uns, ja. 319 Jetzt Minuten. Haben wir eine Icing-Situation, aber auf der anderen Seite. Andere Seite, genau. Oh ja, 319,43, gute Uhr. Irgendwo ist da ein Bug drin. Jetzt haben wir es wieder. 19,38 im dritten Drittel. Ich wollte eigentlich Heiligabend mit meiner Familie verbringen. Das war eine gute Idee, ja. 319 Minuten. So, jetzt schauen wir mal. Guck ich wieder raus. Wieder Bulli im Drittel, der Pforzheimer, der Bisons. Ja, man hat es gesehen, man muss Trennhöllen nur beschäftigen, einer ums andere und irgendwann rutscht schon einer durch. Genau. Schrimpf, sicher die Scheibe im Drittel. Jetzt Befreiung der Bisons über Trennhöllen. Aber gleich wieder an der Bande, Puckgewinn der Eisbären. So, jetzt ein schöner Pass, genau. Genau, da ist er. Sven Breiter. Sven Breiter. Wo ist der Puck? Ups. Weg ist er und? Immer noch bespielbar. Immer noch bespielbar. Sunny, da hat sich wohl Trainer verletzt. Ja. Zwei Leute gleich auf ihm drauf liegen. Wahrscheinlich aufs Knie oder so gefallen. Und gleich wieder die Sunnies auf dem Weg. Oder wieder zurück. Ich glaube, das Sven ist schon da aufs Knie gefallen. Okay. Na, gefallen nicht, gestoßen worden. Ja, ja, natürlich, ja. Klar. Also nicht mit Absicht. Aber auch er steht wieder und sieht ganz aus, als könnte er auch gleich weitermachen. Ja, das sehen wir doch. Es geht auch fair zu in so einem Derby. Ja. Muss das immer so eine hinterlistige Aktion sein, wie vorhin vom Kapitän der Pforzheimer? Nein. War im Übrigen gerade auch draußen eine große Diskussion, ob 5 plus Spieldauer oder Matchstrafe oder was auch immer, aber es blieb halt bei 2 Minuten. Ja, ich habe ja eigentlich gleich für eine Matchstrafe, war mir eigentlich fast. Ja, und jetzt schöner Pass rüber auf Sven Breiter. Aus der Situation hat er letzten Sonntag das 3:4 gemacht. Und wieder gestochen vor dem Tor von Trennholm. Jetzt aber. Und noch mal. Nochmal. Nochmal Kolmar rüber auf Leo Krebs. Stefan Rupp. Tor. Ja, wieder wie im Powerplay aufgezogen, der Eisbären. Ja. Und sofort ist das Publikum wieder da. Aber die schnellen Gegenzüge der Bisons bleiben gefährlich. Ja. Gerade sage ich es, wieder rutscht da rein. Anschlusstreffer.
zum 4:3. Das sieht Natra wirklich nicht gut aus. Zweiter Gegentreffer aus der Kategorie haltbar. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was die Pforzheimer haben. Die verbogene Kellen, dass die komische Flugbahn nehmen. Nee, da hat er sich wieder irgendwie mit der Fanghand dann selber reingeklatscht. Ja, ja. Jonas, nicht aufregen, weiter geht's. 17,5 Minuten auf 4:3. Führung noch für die Eisbären. Ah, wieder schöner Querpass und diesmal gut pariert. Ausgekickt, jawohl. Und im Gegenzug die Eisbären wieder Scheibe tief. Ja, ich finde es auch richtig, dass man dann so einen jungen Mann nicht gleich rausnimmt und den Torhüter wechselt. Ah, der lernt ja noch. Genau, und er braucht das Vertrauen. Und wenn man sieht, dass die Stürmer vorne für Fehler machen und für Chancen liegen lassen, bei ihm zählt es halt, steht es halt auf der Tafel. Wie war das? Fehler sind dazu da, gemacht zu werden und rauszulernen. Genau. Eieiei, als ob ich da mal Lärm studiert hätte irgendwann. So, Moritz Kuhn. Spielen quer. Schuss aufs kurze Eck, aber Trennholm auf dem Posten. Da liegt ein Handschuh. Oh, jetzt ist er unkorrekte weg. Kleidung. Hier rüber. Hörnbreiter. Und die Spitze gespielt. Ah, ganz knapp. Ganz knapp vorbei. Ja. Aber er hat die, holt die Scheibe. Kein Icing. Wieder Puckgewinn. Zurück an die Linie. 1. Harter Check. Aber fair. Wieder Scheibe vor das Tor. Schrimpf hat sie. Oder auch nicht. Ja, glaubt, der holt sie sich gleich wieder. Guter Schuss. Wäre schon wieder der Puck gewinnen. Halt die Scheibe ein paar Mal, springt vom Tor hin und her. Jetzt hat Fahrt und Strafzeit angezeigt. Gegen die Eisbären. War ein Revanche-Foul. Und dann nimmt man dann eben 2 Minuten. Timo Heinz. Wurde aus seiner Sicht gefoult und hat es dann natürlich auf eigene Faust geregelt. Da war der Schiedsrichter nicht mit einverstanden. Komisches Ding. Eigentlich wird er gefault, ne? Ja. Liegt auf dem Boden und kriegt die Strafe wegen Behinderung. Oh. Die Nummer 10, zwei Strafen. Halten. Doch nicht Behinderung, halten. Schiedsrichter im Weg. Ja. So, und wieder raus mit der Scheibe. Das Rennen hinterher. Ah, die holt er sich. Oder? Ja. Ja, sage doch. Das sind genau die Situationen, wo die Eisbären heute deutlich überlegen sind beim Puckgewinn, beim Scheibengewinn im gegnerischen Drittel. So, da war es glatt. Bauchlandung, Bison. Und Icing. Ab auf die andere Seite. Sollte vielleicht mal Salz streuen, ne? Wenn das so glatt ist. Ja, man könnte ja ganz böse sagen, wenn Rindviecher aufs Eis gehen. Machen wir aber nein, nicht. Nein. Never ever. So, die Kuh aufs Glatteis ist geführt. Ja. Weil so jetzt im Herbst haben die Bisons bei mir echt Glück. Ja, der Grill ist schon im Wintermodus. Okay. Ja, ich kenne das auch nur von Western, dass man die geschossen und gegessen hat. Also.
glaube, mit euch ist verboten. So, Schmidt mit der Chance zum Schuss. Oh, knapp am kurzen Pfosten vorbei. Gezogen, ja. Sieht jetzt so ein bisschen nach organisierter Überzahl. Oh ja. Achso, stimmt. Das Aufstellung, ja. Ne? Ja. Die Bison, ich glaube, ist das erste so Mal so. Viel haben sie noch nicht geschafft. Nee. Abgefälscht. Aber Natterer auf dem Pfosten. Oh, oh. Das war auch knapp vom Beinstein. Ja, ne? Ja, würde ich auch so sehen. So, und raus mit der Scheibe. Chance zum Gegenzug. Gott sei Dank Wechsel. Durchwechseln kein beide Mann. Mannschaften. Schafft nicht ganz zu ja, wechseln. Ja, gerade auch. Da gehen alle drei auf den Puck. Ne? Und auf der anderen Seite ist der Bison wieder frei. Ja. So, 5 Sekunden noch. Raus mit der Scheibe jetzt. Jawohl. Ja, schade. Raus, nicht direkt auf Pforzheimer und da sind die Eisbären wieder komplett. Und wieder mal ein erfolgreiches Penalty-Killing. Ja. Aber die Pforzheimer mit Druck. Ja, so langsam schnüren sie bitte die genau. Eisbären ein. Oh, wieder so ein abgefälschter Schuss. Machen wir mal wieder. Und wieder der Rebound. Erstmal bei den Bisons und jetzt die Befreiung der Eisbären. Trifft er beim ersten Mal die Scheibe nicht. Gleich wieder ein Icing. Ja. Und liebe Zuschauer, noch der Hinweis, wenn Sie Interesse an einem Spielertrikot oder letzte Saison haben, schauen Sie mal auf den Artikel im Bestand vorbei. Da kann man Trikots bestellen. Ja, 181 Zuschauer hier heute im Eisstadion. Kam die Meldung, dürften ruhig ein paar mehr sein, ne? Ja. Also so wie die Eisbären heute spielen. Ja, ich glaube, die Leute sind immer noch ein bisschen unsicher. Also dürfen ja, gern hierher kommen. Ja, Maske tragen, jetzt die Chance wieder für die Eisbären. Knapp drüber. Aber die Scheibe bleibt im Drittel der Bisons. Trennholm sichert die Scheibe. Bulli. So, noch 12 Minuten. Im Dritten drin. Ein Tor für die Bären wird dem Spiel gut tun, würde ich sagen. Ja, wobei. Irgendwie stimmt die Uhr hier nicht. Wir haben da ein bisschen ein Problem. Wir sind wieder im ersten Drittel. Jetzt haben wir wieder 390 Minuten zu spielen. Und wieder der Schuss. Kevin Marletz direkt nach dem Bulli. Gutes alte Motto. Wird einfach so lange gespielt, bis wir gewonnen haben. Genau. Marco Horter am Bulli. Wieder der Scheibengewinn der Eisbären. Schöner Move. Vors Tor, schade. Und jetzt ist sie raus. Wieder cool. Jetzt hat er sie sicher gut weitergespielt. So, und jetzt gibt es die nächste Strafe. Für die Bisons. Wieder gegen den Kopf hinterm Tor. Ja, ich glaube, das war der Stock. So, und raus springt wieder die Sanitäterin zum verletzten Spieler. Den haben wir da. Moritz Muth. Aber er steht wieder. Ja. Ah, der Pforzheim-Spieler räumt auch auf, bringt den Schläger zur Bande. Jetzt schauen wir mal, was angesagt wird an Strafe. 2 Minuten für die 71. Justin Ziller. Die Nummer 71, Justin Ziller. Zwei Strafen.
aus. Steffrup, ah, wieder gute Parade von Trenholm. Bulli gewinnt der Eisbären, bleibt aber am Fuß des Linesman hängen. So, wieder aufbauen. Jetzt wäre man Powerplay-Treffer ganz, ganz lieb. Ja. Ah, Scheibenverlust und raus damit. So, da kam ein Pfiff. Hat er jetzt hier mit Natterer. Hast du da was gesehen? Ich nicht. Nein, war nichts gesehen. Verzögerung. Was ist denn das? Wo denn? Wann denn? Wie denn? Was hat er denn gemacht? Ja, da war doch gar keine Scheibe da. Die Strafe wird abgesessen vom Spieler mit 81. Stefano Rupp sitzt die Strafe ab. Spielverzögerung. Boah. Also hier sind wir im Moment ein bisschen ratlos. Warum? Weshalb? Wieso? Also die neue Regelung mit dem Trapez hinterm Tor, damit hat sicherlich nichts zu tun, weil war weit und breit kein Puck da. Nein, den Puck rausgeschossen kann er auch nicht haben, weil er nicht hatte. Gut, machen wir weiter mit 4 gegen 4. Platz auf dem Eis. Ja, nachdem es auch gar nicht so allzu viel Reklamationen gab, gehe ich mal davon aus, dass irgendwo vielleicht schon seine Richtigkeit hatte. Warum auch immer. So, 10 Minuten noch zu spielen. 4:3 für die Eisbären. Und Bulli an der blauen Linie der Bisons. Beim 4 gegen 4 bisher eigentlich immer ein bisschen mehr. Für die Pforzheimer. Für die Pforzheimer, ja, die waren etwas stärker. Jetzt schauen wir mal. Eigentlich ist sowas ja Timo Heinz und Sören Breiter liegen, ein bisschen Platz auf dem Eis. Ja. Aber auch das sehen wir eindeutig, der Pforzheimer schneller. Zum Glück mit dem Schuss neben das Tor. So, jetzt wieder Aufbau der Eisbären. Pforzheim jetzt gleich wieder komplett. Die Scheibe. Pforzheim jetzt wieder komplett zu 5. Ja. Eisbären noch 40 Sekunden in Unterzahl. Wow, clever. Befreiungsschlag angedeutet, dann rübergespielt Kolmar. Scheibe im Drittel der Bisons, ungefährlich. Für die Eisbären. Jetzt wieder der Neuaufbau. Über Vasilev. Scheibe raus. 10 Sekunden noch. Ja. Das Powerplay der Bisons. Jawohl. Ah, schade, geht mich jetzt raus. Auch wieder schöner Schoner von Adler. Und wieder eine Unterzahl schadlos überstanden. Puck ist raus. Neuaufbau, Rausch. Über Vasiljev. Kerl ist der schnell. So, jetzt geht es schnell auf die andere Seite. Haas rüber. Ah, da war schnell drin. Der Schütz und Strümpf etwas nach dem Pfiff. Ja, ist ein harter Kampf.
Ja, aber das wollen wir doch sehen, so, ne? Ja. Knappes, enges, schönes Spiel. Und die zeigen auswärts auch vorne. 4-3. War der breiteren Schläger noch nicht unten. Linesman gibt es oben einer. Und diesmal Bulli gewinnen. Und Sven. Schön. Leo. Leo tief. Wollen wir mit dem Schuss vors Tor gleich 3-4 Schläger da. Aber Trennholm hat den Abpraller von der Bande sicher in der Fanghand. Und jetzt ist auch Oldschool wieder da. War ein paar Minuten etwas ruhiger da drüben auf der Tribüne. Für den Endspurt. Bleib hin. Ah, schade. War eigentlich ein Abseits, ne? Ist uns in den Schlittschuh gegangen, ja. Gerade gut zur Seite weggeklärt. War auch Mut wieder auf dem Eis, nachdem er gerade eben ja raus musste. Raus musste. Ja. So, und jetzt einmal schnell Pforzheim beim Wechseln. Ring quer, ja, schön. Moritz Cohen fast mit dem nächsten Treffer der Eisbären. Die Chance fort sein, Brenner. Abgefangen, sehr gut. Sehr schön. Ja, jetzt muss man auch spielen. Ja. Jetzt verlieren wir die Scheibe wieder im eigenen Drittel vorm Tor. Und drin ist er. Besser Ausgleichstreffer der Bisons. Gut, aber da lag jetzt ganz klar der Fehler bei dem Verteidiger. Man kann den Gegner auch zu Toren einladen. Ja. Vasiljev war es, wenn ich richtig gesehen habe. Er hat richtig aufgedreht in den letzten paar Minuten. So viel Zeit hat man eben nicht, dass man da den Puck in aller Ruhe vor sich hin. So, jetzt geht es im Prinzip bei 0 wieder los. Steht 4-4, wir haben noch 6 Minuten auf der Uhr. Das ist ein unnötiger Fehler. Ja. Ja, eigentlich bei 3 Toren. Wieder in aller Ruhe von Stefan Schrimpf. Jetzt Haas. Ah, kriegt man quer, jawohl. Und Timo Heinz scheitert an Trennholm. Wow, was ein Save. Ja. Da sehen wir es nochmal. Wenn er richtig schnell mit der Fanghand ja kommt. Wieder abgefälschter Schuss. Und jetzt geht's wieder los vor dem Tor.
mal Sven Breiter involviert. Einfach gefährlich. Grob. Schön vors Tor. Ja, aber hoch. Wir sollten den nehmen können. Der ging auch von der Schulter gleich von Trennheim drüber dann. Ja. Leo Krebs. Mit dem schlechten Pass wieder in die Mitte. Der Schläger, da kriegt er noch einen Check beim Rausfahren. Ja. Hat sich wohl auch verletzt, da liegt der Schläger. Ja. Der Schläger liegt noch drüben. Leider nicht gesehen von den Referees. Die letzten 4 Minuten. Schöner Pass drauf auf Kuhn. Holt ihn. Schiedsrichter fährt auf dem Puck rum. Aber wenn er mitspielen will, soll er sich einen Schläger nehmen, ne? Ja. Cohen. Abgeblockt. Jetzt Handpass. Also haben wir schon einen deutlicheren Pass vorhin, ne? Ja, ja. Also er hat das ganze Stadion gesehen, den nur der Schiri. Ja. So, jetzt brauchen wir unseren Scharfschützen von der blauen Linie, Schrimpi kommt. So, und wieder Haas beim Bulli. Und der Scharfschütze verliert. Das Duell, schneller Gegenzug der Pforzheimer. Aber Natterer mit der Parade. Und weiter geht's, Haas jetzt mit Tempo ins Drittel rein. Ladderschutz. Ja, die haben da schon ein paar so Speedy Gonzales drin, die Pforzheimer. Was war denn das? Klar, ganz klarer individueller Fehler wieder von Schrimpf, aber diesmal ausgebildet von Natterer. Weiter geht's. Führen weiter. Jetzt aber wirklich Vogelwild hin. Und? Vogelwild hin und her. Noch 2 Minuten 30 auf der Uhr. Beide mit offenem Visier, jetzt geht es wirklich hin und her. Gibt sich keiner zufrieden. Rupp hinterher mit der Scheibe. Stefano Rupp. Der Gegner legt sich auf die Scheibe. Auf die Schnauze auf jeden Fall. So, Leo kann weitermachen. Da haben der Pfiff Eising. Ja. Geht's wieder auf die andere Seite. 2:02 noch auf der Uhr. Stefano macht sein Privatduell unten aus mit diesem Nick. Haben sich auch noch ein bisschen was zu sagen. Kolmer und Mut ist an der blauen Linie. Scheibe ist nochmal raus. ganz locker ins Leere laufen lassen von Jonas Natterer. Schön. Nur wenn das schief geht, haben wir ein Problem. Jo. So, da war die Scheibe auf. Raus, ja. Raus, abgefälscht, deswegen keine Spielverzögerung. Uli, Drittel von Pforzheim. Ja, kann im Eishockey noch jede Menge passieren. Ja, wer Champions Hockey League geguckt hat in letzter Zeit, na, da waren schon so einige Dinge in den letzten paar Sekunden los. Ja. Na, jetzt wieder Natterer mit dem Safe. Oh, der geht weiter auf die Tribüne. Aus dem eigenen Drittel heraus, hoch auf die Tribüne. Zum Glück auf einen leeren Platz.
Und das dürfte mal wieder eine Strafe wegen Spielverzögerung geben. Ja. Das heißt, wir spielen die letzten zwei Minuten in Unterzahl, die letzten 1,27. Ja. Und zwei Ich glaube, den wollte er gar nicht so hoch spielen, aber ja, der direkte Schuss auf die Tribüne ist eben Spielverzögerung. Von daher völlig korrekt entschieden durch die Schiedsrichter. 94 sitzt die Strafe ab. So, jetzt müssen wir die noch überstehen. Jetzt wird es spannend. Ja. Moritz Muth hat die Runde einmal die Scheibengewinn. Reiter verliert die Scheibe an der Bande. Renner rüber. Aber wieder gut an der Bande eingeklemmt. Scheibe teufelt leider nicht ganz raus. So, noch 53 Sekunden. Renner abgefälscht. Da ist er drin. Über die Kelle rutschen lassen. Der erste Überzahltreffer des heutigen Tages. Der Bisons. 45 Sekunden vor Schluss zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für die Eisbären. Auf geht's, Jungs, 45 Sekunden, keine Köpfe hängen lassen, der ist noch drin. War natürlich clever gemacht. Und Auszeit genommen vom Heilbronner Trainer. Ja, jetzt wird man den Torhüter rausnehmen. Ja, eine andere Chance hat jetzt nicht mehr. Da muss man erst einen Bulli kriegen. Gegnerischen Drittel. Ja, dann hat er heute nicht seinen besten Tag gehabt. Ja, da ist er gerade ziemlich machtlos. Direkt vor ihm steht der Pforzheimer fest ab über die Schulter. Ja. Da kann er ausnahmsweise nichts tun, aber zwei Strafen, zwei haltbare Treffer. Ja, genau. Und Vasilev gegen Sven Freider beim Bulli. Bulli gewinnen. Noch ist Nadra drin, wieder Puck, Scheibenverlust. Rausch nochmal mit der Chance. Und da ist er drin. 6:4. Eigentlich wollen wir es andersrum sehen. War sehr gut gemacht. Schöner Move von Rausch zum 6:4. Täuscht den Schuss, anzieht um der Torhüter rum und schiebt ihn dann ins leere Tor. Ja, aber da war irgendwie schon wieder hängende Köpfe bei den Eisbären. Ja. Ja. Da sehen wir es nochmal schön komplett rumgezogen. Neun Sekunden hat es gedauert. Ja. So, zweimal 19, 18, 36 noch auf der Uhr, reicht noch für 4 Tore für uns. Ja, aber auch hier das Bulli gewonnen und dann die Scheibe wieder verloren. Ja. In der Vorwärtsbewegung. Und jetzt so nach vorne, so ein läppischer Schuss hinter das Tor, da ist. Ja, kann keiner was mit anfangen. So, das war's dann wohl. Ja. 15 Sekunden noch. Wieder ein 4:6. Diesmal ein schlechteres drittes Drittel. Ein gutes zweites Drittel. Ja, nochmal die Chance für die Eisbären, quergelegt nochmal. Aber da ist das Spiel beendet und die Pforzheim Bisons gewinnen 6:4 hier am Europaplatz. Ja, da gilt es jetzt ganz schnell den Goalie wieder aufzubauen. Ich glaube, der weiß genau, dass es heute nicht sein Tag war. Thank you.
Gut, nächste Woche, nächste Chance. Nächsten Sonntags, 18.30 Uhr. Selbe Zeit gegen die Maddox. Ja. Die auch nicht besonders gut in die Saison gestartet sind. Ja gut, das können wir uns jetzt auch so unterschreiben. Nach dem furiosen 5:1, wo wir alle dachten, gegen Bietigheim. Ja. Ja. Schauen wir mal, Spieler des Spiels heute Abend. Vasilev? Die Nummer 9, ja. Niroslav. Ja, zu Recht. Zu Recht, richtig starkes Spiel gemacht. Was tippst du bei den Eisbären? Oh, wird schwierig. Timo Heinz. Timo Heinz, Moritz, ja. Kuhn. Timo Heinz würde ich auch sagen, ja. Und Spieler des Abends bei den Eisbären Heilbronn, die Nummer 10. Oh, Timo Heinz. Ja. So, haben wir es doch. Kann man sich zwar nichts dafür kaufen. Ja, ich glaube, mit dem Bier kann er zumindest ein bisschen die Schmerzen runterschlucken. Brustbewältigung machen. Brustbewältigung machen. Ich denke, der Check wird ihm noch ein bisschen. Morgen wird er den nochmal merken. Wird ja. Ihn auf jeden Fall nochmal spüren. Liebe Zuschauer, gut, Holger, vielen Dank für heute. Ja, danke dir auch. Wir sehen uns nächste Woche. Ich glaube, ich bin nächste Woche nicht da. Okay. Da ist das Oktoberfest noch in der Stauwehrhalle in Holkheim. Mal schauen, vielleicht reichen wir es dann abends nochmal her. Gut, ich werde auf jeden Fall hier sein. Bis zum nächsten Mal. Wir bedanken uns auch bei unserer Regie. Danke, Micha. Jawohl. Und bei Alex an der Kamera. Und den ganzen Fans draußen, die zugeschaut haben. Und kommt noch nächste Woche alle hier ins Stadion und schaut euch die Eisbären live an. Sie haben es verdient. Ja. In diesem Sinne eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Bleibt alle gesund und tschüss. Und tschüss. Und jetzt geht es doch nochmal los hier unten zwischen Hemmering und Timo Heinz. Nach Spielende muss das echt nicht mehr sein, ne, die beiden. Die sind dann wahrscheinlich im nächsten Spiel nicht dabei. Ja, so Faustkampf auf den Kopf. Trikot weggezogen. So, das muss jetzt definitiv nicht mehr sein zum Ende. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob da nicht noch die ein oder andere Strafe folgt jetzt im Nachhinein. Mit Sicherheit, da fliegen die Handschuhe. Vielleicht noch die Zuschauer provoziert. Das ist unfair, das macht man nicht. Und er sollte jetzt sein. Ja, jetzt ist auch John Kreis dabei und schlichtet da ein bisschen. Aber das war von Hemmerich hier mit Heinz. War doch klar, dass da noch was kommt. Ja, haben wir ja vorhin schon so befürchtet, erwartet. Ja. Beim Abklatschen gehen die beiden direkt aufeinander los. So was Unnötiges. Jetzt bin ich echt gespannt, ob da nochmal was nachfolgt für beide Spieler. Ja, ich bin sicher, dass das nicht ohne abgeht. Das wird für beide eine Spieldauer geben. Ja, wobei, wie gesagt, Trikot über den Kopf, ohne Handschuh. Ja, wir haben ja nicht ganz mitbekommen, wie es angefangen hat. Auf jeden Fall sollten solche Sachen nach dem Spiel eigentlich nicht mehr sein. Gibt man sich die Hand und geht weiter. So, da diskutieren sie immer noch unten rum. Unverständliche Blicke hier der Heilbronner. Die Bisons jetzt vom Eis. Die Zuschauer beruhigen sich auch wieder. Kapitän der Sören. Reinske. Der Referee fährt nochmal rüber. Geht her. Ja, wir werden es wohl nicht mehr aufgelöst kriegen. Der Zeit nehmen wir schon mit dem Laptop wieder auf dem Weg in die Kabine. Werden sie wohl erst da eintragen. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt endgültig für heute. Macht's gut, schönen Sonntagabend noch und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Europaplatz beim Spiel Eisbären gegen die Maddox. Und tschüss.